Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Das haben Sie schon oft gehört in diesen Tagen. Halten Sie Abstand voneinander. In Zeiten einer Virusepidemie soll mich Abstand schützen. Aber es gibt auch andere Gründe, von Menschen Abstand zu halten. Man braucht mal wieder seine Ruhe. Ein Prominenter ist ständig von einem Rudel von Menschen umgeben, die ihn bedrängen. Mach ein Selfie mit mir. Als so ein Prominenter wollte Jesus endlich auch mal seine Ruhe haben. Im Markus-Evangelium wird erzählt, wie er sich den Menschenmassen entzieht. Rein in ein Schiff, rauf aufs Wasser, rüber auf die andere Seite des Sees, Ruhe finden. Nur die Jünger dürfen mit. Es geht nicht gut. Ein plötzlicher Sturm kommt auf, unerwartet wie der plötzliche Ausbruch einer Epidemie. Zwar ist Jesus längst eingeschlafen, aber die Jünger rasten aus. Todesangst auf dem wild schwankenden Schiff, Geschrei, wach auf, wir gehen unter und du schläfst. Auf einer Skulptur hier in der Kirche ist diese Szene abgebildet. Genau zu erkennen, dieser Augenblick, die weit aufgerissenen Augen der Jünger, ihr verzweifelter Blick zu Jesus, sie wollen an ihm Halt finden. Er ist so ruhig. Er hat eben noch geschlafen in dem unbeschreiblichen Chaos und jetzt steht er ebenso ruhig auf in dem Schiff. Trotz der Schlagseite steht er kerzengerade. Er streckt seinen Arm hoch auf, stellt sich so dem Sturm entgegen, brüllt ihn an. Hör auf! Und der Sturm hört auf, legt sich. Es wird still auf dem See. Warum habt ihr so große Angst gehabt, fragt Jesus. Könnt ihr mir nicht vertrauen? Ihr habt doch gesehen, wie ich bisher mit Menschen umgegangen bin, wie ich sie gerettet habe. Erinnert euch doch, wie begeistert ihr wart. Ja, in der Angst, in der Panik ist so eine Erinnerung ganz wichtig. Eine Riesenhilfe. Die Angst vor dem, was kommen kann, diese Angst kleiner zu machen, leichter zu machen. Durch solche guten Erinnerungen an Zeiten der Zuversicht. An Zeiten, an denen ich mutig war, als ich anderen vertraut habe und dadurch stark war. Ängste vor dem Untergang? Wer hat sie in diesen Tagen nicht? Die höchsten Wellen des Sturms können noch kommen. Aber wenn uns unsere Zeit nur lehrt, Abstand halten, dann ist das natürlich in der Not der Epidemie der Bedrängnis völlig richtig. Zur Überwindung unserer Angst, unserer Befürchtungen taugt Abstand halten überhaupt nichts. Wir müssen eintauchen, nicht in bedrohliche, tobende See der Gegenwart, sondern in die stärkenden, die beruhigenden, die aufmunternden Erinnerungen an andere Zeiten. Die haben wir ja alle schon erlebt. Zeiten menschlicher Nähe, kräftiges Händeschütteln, Umarmungen. Und diese Zeiten kommen wieder. Bleiben Sie gesund. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn und Heiland und Retter, Jesus Christus.
Amen.